Jo Freunde, herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Jan Böhmermann hat einfach gestern bei ZDF Neo Magazin Royal die geheimen Akten zu den NSU-Morden veröffentlicht. Zwischen 1999 und 2011 hat die NSU insgesamt 10 Morde verübt. Dabei blieb es allerdings nicht. Es gab noch etliche Sprengstoffattentate, Mordversuche und noch weitere Straftaten. Der Verfassungsschutz hat hierbei einen rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen, was ja auch klar ist. Ich meine, da werden in den Jahren 10 Ausländer getötet, also das würden ja Nazis nie machen, oder? Nachdem sich dann die beiden Haupttäter das Leben genommen haben und ein Bekennervideo aufgetaucht ist, wurde es dann ziemlich brenzlig für den Verfassungsschutz. Denn es war klar, die haben hier, die haben gar nicht gearbeitet. Ich wollte schlampige Arbeit sagen, aber nein, die haben einfach dafür gesorgt, dass mehr Leute gestorben sind. Der Verfassungsschutz stand hier wirklich sehr hart in der Kritik. Und was macht man dann natürlich? Als dann rauskam, dass die NSU für diese Morde verantwortlich sind, hat man einfach Akten geschreddert. Die Nazis, oder lassen Sie mich den juristisch korrekten Ausdruck benutzen, die Faschoschweine hatten sich selbst enttarnt und ihre Morde selber zugegeben. Und was hat der Verfassungsschutz gemacht? Verfassungsschutz vernichtete Neonazi-Akten. Genau an dem Tag, an dem die Justiz die Ermittlungen zum NSU aufgenommen hat, wurden im Bundesamt für Verfassungsschutz Neonazi-Akten geschreddert. Es gab dann einen Bericht, wo der Verfassungsschutz geprüft worden ist, ob der Verfassungsschutz hier einige Fehler gemacht hat oder nicht. Dieses Dokument wurde allerdings nicht veröffentlicht, sondern sollte 120 Jahre lang geheim gehalten werden. Nachdem die öffentliche Kritik dann wirklich sehr groß geworden ist, weil warum sollte man das geheim halten? Eigentlich haben die Bürger ja ein Recht, das zu sehen, wurde das Ganze auf 40 Jahre runtergesetzt. Jan Böhmermann und sein Team sind irgendwie aber tatsächlich an diese Akten gekommen und haben diese jetzt komplett veröffentlicht. Krasserweise gab es einige V-Männer, die im Umfeld der NSU agiert haben. Ein V-Mann ist quasi eine Person, die vom Verfassungsschutz da reingeschleust wird, damit man an Informationen kommen kann. Und dadurch hat quasi der Verfassungsschutz die NSU mitfinanziert. Der Thüringer Verfassungsschutz hat nach Aussage ihres früheren V-Manns Tino Brandt indirekt den im Untergrund lebenden rechtsterroristischen NSU mitfinanziert. Er habe als V-Mann Geld vom Amt bekommen, das er teilweise für die Terrorgruppe gespendet habe. Ja, Neonazis, die mit dem Verfassungsschutz Thüringen zusammengearbeitet haben, die haben gelebt wie der Führer in Frankreich. Ein Verfassungsschützer ist an einem Tatort sogar da gewesen, hat aber gesagt, dass er gar nichts mitbekommen oder gesehen hat. NSU-Mord in Kassel. Nichts gehört, nichts gesehen oder doch schlicht gelogen? Ein Forscherteam aus London bezweifelt, dass der Ex-Verfassungsschützer nichts mitbekam. Andreas Temme, und das ist kein Witz, hatte sich am Tatort im Internetcafé auf der Datingseite ilove.de festgeflirtet. Sein Username, und auch das leider kein Witz, Wildman70. Und eine Minute und 46 Sekunden, nachdem sich im Internetcafé von Halit Yozgat Wildman70 alias Andreas Temme bei ilove.de ausgelockt hatte, wurde der erschossene Halit Yozgat entdeckt. Ebenfalls steht in dem Bericht, dass der Verfassungsschutz sehr viele geheime Informationen hatte, diese aber einfach nicht benutzt hat. Interessanten Hinweisen oder Anhaltspunkten wurde zum Zeitpunkt der Datenerhebung sowohl in der Auswertung als auch in der Beschaffung nicht immer konsequent nachgegangen. Ebenfalls wurde aufgedeckt, dass der Verfassungsschutz die Information hat, dass es sehr viele Rechtsextreme mit Waffen gibt. Aber auch dagegen wurde nicht vorgenommen, das Ganze wurde einfach komplett ignoriert. Außerdem fielen zahlreiche Hinweise auf Waffenbesitz von Rechtsextremisten an, die zum Zeitpunkt des Informationsaufkommens in der Regel nicht bearbeitet worden waren. Welche Fehler genau der Verfassungsschutz aber zum Thema NSU gemacht hat, das kann teilweise gar nicht mehr nachgeprüft werden. Denn anfangs haben über 500 Akten gefehlt, die mit diesem Thema zu tun hatten. Einige dieser Akten sind zwar jetzt wieder aufgetaucht, allerdings fehlen immer noch über 200 Stück, wodurch es halt schwierig ist, weil man weiß ja nicht, was da drin gestanden hat. Ich persönlich finde das Ganze einfach mega krass und ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Verfassungsschutz, der eigentlich dafür da ist, Menschen zu retten und solche Terrororganisationen hochzunehmen, damit eben keine Anschläge passieren, hat das einfach billigend in Kauf genommen und hat dafür gesorgt, dass 10 Leute gestorben sind. Sowas geht logischerweise einfach gar nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Herr Böhmermann das veröffentlicht hat, in der Hoffnung, dass sich jetzt was ändert und die verantwortlichen Leute eine Strafe erhalten. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich so die Öffentlich-Rechtlichen immer kritisiere, aber für solche Sachen und das, was Herr Böhmermann teilweise macht, zahle ich die Rundfunkgebühren wirklich gerne. Orange Morange macht jetzt Werbung für Sportwetten zur WM 2022 in Katar. In einem Stream hat er halt schon darüber geredet gehabt und seine moralischen
romantischen Vorstellungen sind übrigens lustigerweise halt quasi gar nicht mehr existent. Denn jetzt, wo ich meine Seele komplett verkauft habe für Slots, ne, kann ich ja machen, was ich will. Ich bin ja immun, ich kann ja jedes Placement in der Welt machen, ist ja alles scheißegal bei mir. Ist wahrscheinlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen, wobei, wenn man sich jetzt überlegt, wofür er Werbung macht, meint er das wahrscheinlich halt wirklich ernst. Er wird jetzt, wie gesagt, für die WM in Katar gesponsert. Das Ganze läuft so ab, dass er quasi Geld bekommt, dann darf seine Community in einer Umfrage bestimmen, worauf er das Geld setzen soll. Das macht er halt und entweder er gewinnt halt das Geld oder er verliert es. Mich hat ein Sportwettenanbieter bockt, mich für die WM zu sponsern. Das Krasse ist, dass Orange Momage in diesem Stream sogar gesagt hat, dass er nach Katar fliegt, da er berichten darf, Vlogs drehen kann, VIP-Logen bekommt und so weiter. Die fliegen mich dann zu Spielen hin. Ich darf dann da vloggen und im Stadion, VIP-Loge, Bro. Dafür muss ich onstream ein bisschen ein paar Wetten machen. Dass das jetzt nicht gerade gut ist, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Ich habe ja jetzt letzte Woche ein Video zum FC Bayern hochgeladen, wo ich diese ganze Katar-Sache kritisiert habe. Die ganze WM-Vergabe ist ein abgekartetes Spiel gewesen. Dazu sind über 15.000 Arbeiter in Katar für den Bau der ganzen Infrastruktur und Stadien gestorben. Es ist halt einfach ein Sklavenstaat, der keine Frauenrechte hat, der homophob ist und so weiter. Dass Orange Momage halt wirklich das Angebot angenommen hat, dahin zu fliegen, ist wirklich krass. Auf Twitter wurde er auch genau deswegen kritisiert und hat dann gesagt, dass er da nicht hinfliegt. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja schön, dass er das eingesehen hat. Und ja, das ist es auch. Für mich zeigt das aber viel mehr, dass er sich gar nicht mit den Partnern, mit denen er zusammenarbeitet, irgendwie informiert oder mal schaut, was das für Leute sind, sondern er anscheinend wirklich nur das Geld sieht und dann einfach annimmt. Das passt schon. Und das finde ich wirklich einfach traurig. Auf eine kleine Sache möchte ich noch eingehen, und zwar hat Orange Momage ebenfalls in dem Stream das hier gesagt. Ich habe das Gefühl, Sportwetten ist irgendwie viel cooler angesehen. Da denkt irgendwie niemand über die Konsequenzen nach. Das ist eher so, Fußball ist doch geil. Das sehe ich tatsächlich genauso. Casino wird die ganze Zeit kritisiert, aber Sportwetten sind irgendwie cool und hip. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass so circa jeder Bundesliga-Verein mit irgendeinem Sportwettenanbieter zusammenarbeitet. Bei DAZN, Sky und Co. sieht man in den Werbungen immer 5 Wettanbieter, die da gepostet werden. Und es hat einfach wirklich ein sehr gutes Image. Ich habe auch schon einige Sportwetten in meinem Leben gemacht, gebe ich auch ganz offen zu. Ich kann euch nur den Tipp geben, lasst es. Das ist halt einfach nur ein Verlustgeschäft. Ja, man kann auch mal Glück haben und aus 10 100 Euro machen, aber danach verliert man 15 Wetten am Stück und ist dann doch wieder im Minus. Also bitte lasst da einfach die Finger davon. Paola hat in einem Video jetzt über die Trennung mit Sascha geredet. Paola und Sascha waren ja, ich glaube, so ungefähr 10 Jahre zusammen, waren verheiratet und hatten auch 2 Kinder. Letztes Jahr haben sie dann in einem Video ihre Trennung bekannt gegeben. Sascha hat sich dann vor ein paar Wochen bzw. vor 2-3 Monaten in einen Podcast gesetzt und hat nochmal über die ganze Trennung und alles, was so dazugehört, gesprochen. Paola fand das anscheinend nicht so gut, was da gedroppt worden ist. Sie hat jetzt nämlich ebenfalls so ein Live-Update-Video hochgeladen, wo sie nochmal so ein bisschen auf die Trennung eingegangen ist. Was ich hier sehr krass finde, Paola wirft Sascha vor, dass dieser sich nicht um seine Kinder kümmert und sich auch nicht bei denen meldet. Als ich immer gesehen habe, dass er Fotos und Videos für die Kinder öffentlich macht, aber sich halt nicht meldet. Das war für mich so eine Sache, die ich nicht verstehen konnte. Wie kann man Fotos und Videos auf YouTube teilen, wo man über Vatersein spricht, aber im echten Leben in dem Moment nicht Vater ist? Und das Schwierigste, glaube ich, für mich ist einfach zu wissen, dass er einen Monat in Deutschland ist, aber nur 4 Tage seine Kinder besucht hat, weil gefühlt alles andere wichtiger ist. Ob das stimmt oder nicht, können wir natürlich nicht wissen. Aber Sascha, ich bin selber Vater und Kinder brauchen einfach ihren Vater. Es ist vollkommen egal, was zwischen Paola und dir passiert ist. Von mir aus hass deine Ex. Von mir aus rede bei deinen Freunden schlecht über die, was auch nicht cool ist. Aber sei auf jeden Fall für deine Kinder da. Denn das ist eine Zeit, die du den Kindern nie wieder zurückgeben kannst, wenn du dich nicht um sie kümmerst. Und sie haben verdient, auch ihren Vater an ihrer Seite zu haben. Dazu kritisiert Paola auch einige Aussagen, die Sascha in diesem Podcast gebracht hat. Zum Beispiel, dass er sich darüber freut, wenn andere Leute sich auf sie aufgeilen. Wie kannst du als mein Partner es gut finden, wenn andere Männer sich sozusagen auf mich aufgeilen? Ich bin doch nicht ein Objekt, dass man sich dahin stellt und sagt, ich find's geil, wenn andere Typen sie geil finden. Hier kann ich halt beide Seiten verstehen. Ich finde, es ist schon irgendwo ein gutes Gefühl, wenn andere Leute dir sagen, ey, du hast echt eine coole Freundin. So, das ist einfach so, hey, ja, Mann, die ist wirklich cool drauf. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch Paola verstehen. Wenn es jetzt Leute gibt, die wirklich sagen, boah, Digga, deine Freundin ist so geil, ich hol mir gleich einen runter, so, dann stellst du sie halt wirklich einfach als Objekt dar. Und das muss natürlich auch nicht sein, logischerweise. Hier würde mich auch eure Meinung interessieren. Findet ihr das cool, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, boah, du hast echt eine geile Freundin? Oder seht ihr das auch so?
so, dass man dann als Objekt dargestellt wird, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Dazu kritisiert sie auch andere Punkte, wie zum Beispiel, dass Sascha gesagt hat, dass er sie unbedingt groß machen wollte. Er wollte mich groß machen, damit er sagen kann, dass er mit jemand Großes war. Also war ich nicht gut genug als Verkäuferin, musste ich erst Follower haben, um für ihn gerecht zu sein. Auch da kann ich sie halt komplett verstehen. Also man sollte einfach mit den Menschen, die man kennenlernt, so zufrieden sein. Also klar sollte man seine Freundin unterstützen und so weiter. Ich persönlich finde es jetzt aber nicht wichtig, ob sie halt mega reich oder mega arm ist oder ob sie einen normalen Job hat oder nicht. Solange man sich mit den Menschen einfach gut versteht und den liebt, ist das doch wirklich eigentlich das kleinste Problem. Ebenfalls kritisiert sie, dass Sascha gesagt hat, dass sie nicht dankbar genug gewesen ist. Genauso wie die Aussage, ich wäre nicht dankbar genug gewesen. Jeder in meinem Umfeld weiß, dass ich immer wieder betone, dass Sascha mich zu dem Ganzen gemacht hat, dass Sascha der Einzige war am Anfang, der mich geglaubt hat. Erst jetzt, wo ich mich von ihm entfernt habe, bin ich ihm auf einmal nicht mehr dankbar genug gewesen. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, können wir natürlich nicht sagen. Paola kommt allerdings jetzt nicht so rüber, als wäre sie eine Person, die komplett undankbar ist oder da komplett jetzt irgendwie Sascha fertig macht oder whatever. Das kaufe ich hier auf jeden Fall ab. Ebenfalls kritisiert sie folgende Aussage von Sascha. Genauso wie er sagt, er will keine Frau mehr haben, die in der Öffentlichkeit steht, weil er sich einen Rohdiamanten nimmt und sich den Diamanten so schleift, wie es für ihn passt, irgendwie in diese Richtung. Eine Frau, ein Mensch ist nicht etwas, was man sich schleifen kann, dass es zu einem passt. Auch das kann ich halt komplett verstehen. Es kommt halt einfach so rüber, als wenn er sich halt irgendeine Frau holt, die halt quasi noch keinen gefestigten Charakter hat, sage ich mal mehr oder weniger, damit er sie dann halt so bearbeiten kann, dass sie halt komplett auf ihn passt und alles möchte, was er möchte, so quasi Ja-Sager-mäßig. Ich persönlich fand das Video von Paola sehr gut. Sie hat sehr frei gesprochen, also auch sehr offen über das, was sie halt gerade belastet. Und deswegen finde ich es auch mega schade, dass das Video wirklich extrem viele Dislikes hat. Und ich verstehe auch nicht, warum das Video so gehatet worden ist. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen so, als ob einfach nur, weil Paola halt die Frau ist, da jetzt halt alle draufhauen. Sascha hat sich ja im ersten Video ja sehr traurig verkauft, also wahrscheinlich war er traurig, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber dadurch stand Paola immer so ein bisschen als die Negative da und ich glaube, das kommt halt immer noch ein bisschen mit. Wie gesagt, finde ich das Video auf jeden Fall sehr gut von ihr. Ich kann die Punkte, alles was sie da gesagt hat, komplett verstehen und finde einfach nur schade, dass sie da jetzt unnötig gehatet wird. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.